Was machst du denn hier drin? Leute, hab ich... Du Olle Hibbe, hast du mich erschrocken, ey? Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir sind hier in... Ich weiß gar nicht wo. Ja, aber hier haben wir unseren Kampf gehabt mit den Wölfen. Und jetzt können wir hier weitermachen. Ich schaue mich hier einmal um. Aber ich glaube, hier ist erstmal alles gut. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist passiert. Ich habe mich verlaufen. Wir sind jetzt, befinden wir uns nördlich von Gorka. Und wir wollten ja eigentlich zu Radio Zenit. Das haben wir ja auch gemacht. Und von da aus Richtung Westen, Richtung Airfield. Und irgendwie habe ich es hinbekommen, dass ich dann Richtung Osten gelaufen bin. Also theoretisch müssten wir jetzt einfach nur Richtung Westen laufen. Und dann könnten wir da direkt drauf zulaufen. Folgendes Problem ist da nur. Und zwar ist dazwischen so gut wie gar nichts. Das heißt, es wäre ein sehr, sehr langer Weg. Voller Gefahren. Also da ist kein Dorf oder sonstiges in der Nähe. Und wir müssten da wirklich richtig gut vorbereitet sein. Ich habe mir jetzt hier für diese Folge auf jeden Fall vorgenommen, dass wir unser Fleisch räuchern. Müsste ja eigentlich gehen, glaube ich. Wir haben ja jetzt jede Menge Wolfsteak. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinpacken kann. In diesen Ofen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal Holz besorgen. Und dann geht's ab, würde ich sagen. So, schauen wir mal. Wir nehmen dafür unser Messer in die Hand. Nimm mal dein Messer in die Hand, Kumpel. Will da schon wieder nicht. Was ist denn mit dir? Ist das kaputt? Schädigt? Nö. So, machen wir es aber so. Tauschen geht nicht. Ach so, ich habe schon wieder zu viel Krams in der Hand oder was. Ah, ja. Ich liebe dieses Inventar. Gibt nichts Besseres. So, dann schauen wir mal. Das Klebeband, das behalten wir alles. Was können wir denn entsorgen? Was brauchen wir denn nicht? Den Regenmantel? Komm, der kommt jetzt weg. So. Jetzt müsste das doch gehen, ne? Wahrscheinlich. Ne, wahrscheinlich muss ich erstmal aufräumen, Leute. Erstmal aufräumen. Gut, muss auch sein. Ordnung muss sein. Ist das halbe Leben. Ja, ich weiß, Kumpel. Ist schon wieder soweit. So. Jetzt geht's. Jetzt habe ich gerade den Regenmantel weggepackt. Jetzt fängt es an zu regnen, oder was? Das ist ja unfassbar. Na gut, egal. Wir holen uns jetzt fix Stöcker. Und machen uns dann irgendwo hier ein kleines Feuerchen. Da haben wir schon... Oh, haben wir gleich einige Zombies. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier können wir es auch machen, ne? Bandana. Jo, sehr gut. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hier Stöcker bekommen. Und Rinde. Genau, Rinde brauchen wir ja auch, ne? Die können wir uns auch schon mal mitnehmen. Schön abschneiden vom Baum. Okay, okay. Das reicht, Kumpel. Ist gut. Die nehmen wir uns mit. Dunkle Rinde. Ich glaube, was für eine Rinde ist auch völlig wurscht, ne? Stöcker. Na, drei Zombies. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Gibt es denn jetzt hier die Stöcker für uns, sag mal? Ja. Genau. Können wir den Busch zerschneiden und dann haben wir Stöcker für Feuer. Jetzt kann ich die schon wieder nicht mitnehmen, ne? Eieiei. Oh, ich glaube, wir wurden entdeckt. Okay, das hat gut geklappt. Der hat natürlich nichts bei sich. Noch jemand? Ne, ne? Jetzt aber gut hier. Okay, 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 okay. Müssen wir aber eben schnell handeln. Wir werden ja ganz nass hier. So, wir wissen ja, wo der Krams liegt, ne? Wir schmeißen jetzt mal das Seil in die Umgebung. Können wir die Stöcker schon mitnehmen? Ne, ist noch. Und das Klebeband schmeißen wir ja auch hin, so. Jetzt können die Stöcker aber mit. Sehr gut. Wir wissen ja, wo es ist. Können wir ja dann wieder mitnehmen. Können hier, genau, jetzt probieren wir es mal. Ich weiß nicht genau, ob das damit geht. Wir testen es einfach mal. So. Wir können uns auf jeden Fall schon mal einmal den Bohrer bauen. Ein Lagerfeuer herstellen wollte ich jetzt nicht. Feuerbohrer herstellen, das machen wir.
So. So, der liegt jetzt hier. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir hier mal im... Ich glaube, da liegt jetzt noch nicht so viel drin, ne? Wenn wir jetzt den... Ah, wir brauchen noch ein paar mehr Stöcker, glaube ich. So wäre das noch nichts. Zumindest hält das denn halt nicht lange genug an, ne? Okay, dann müssen wir halt nochmal rausgehen. Einmal. Bevor wir das machen, nehmen wir jetzt nochmal Tabletten. Oh, ich nehme gleich zwei. Doppelt hilft besser. Doppelt hilft besser. Viel hilft viel, ne? So ging der Spruch. Doppelt hilft besser. So, genau. Hier war unser Infizierter. Ah, hier ist gut was los, ne? Ich hoffe, wir haben, bleiben diesmal verschont von Wölfen. Also hier mal. Können wir den verarbeiten? Nö, können wir nicht. Boah, ich mag jetzt gar nicht so weit weggehen. Warum können wir denn damit nichts machen hier? Oder ist mein Messer schon hinüber? Wir haben doch noch ein Messer. Nimm das mal in die Hand. Aha, liegt wahrscheinlich am Messer, ne? Okay. So, jetzt ist auch soweit. Wir sind krank. Wir sind nass. Alles gut, wenn wir hier gleich soweit sind. Ne, Würmer auskramen wollen wir jetzt nicht. Stöcker. Brennholz. Oh. Langer Stock. Ich trage einfach zu viel Krams bei mir, ne? Wir räumen mal ein bisschen auf. So. Das klappt ja gut hier mit dem Aufräumen. So, da bitte hinpacken. Dankeschön. Wie groß ist denn das Brennholz, sag mal? Kannst du jetzt irgendwas davon mitnehmen? Ich muss schon wieder zurückgehen, Leute. Es nützt nichts. Ich werde da jetzt in dieser Hütte erstmal ganz viel Krams reinpacken. Ja, ich weiß. Stirb, du Dreckiger. Lurch. Und das weiß ich. Okay. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Sonst wird das ja nie was hier. Wir packen jetzt mal ein bisschen das Steak hier einfach in die Umgebung. Ne, damit wir mal ein bisschen Platz bekommen. Ich hoffe, mit dem Brennholz und so weiter können wir dann hier ordentlich räuchern. Wir haben so viel. Das ist gar nicht schlecht. So. Laufen wir da nochmal hin. Holen uns den ganzen Krams. Und werden dann schön Feuer machen. Wo haben wir es denn? Hier. Bitte mitnehmen. Sehr gut. Ne, schärfen wollen wir den nicht. Aufteilen. Können wir hier vielleicht noch ein paar kurze Stöcker mitnehmen. Damit unser Feuer lange genug brennt, ne? Passt auch schon wieder nicht rein. Leute, ich werde verrückt. Was, das nimmt so viel mit? So viel Platz benutzt das. Naja, gut. Und es ist auch feucht. Ich weiß gar nicht genau, ob das gut brennt. Hoho. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Okay, komm, wir machen jetzt erstmal Feuer. Ab die Post. So, Tür zu. Ruhe im Karton. Lagerfeuer. Jetzt nehmen wir unseren Feuerbohrer. Und dann müsste das doch gehen, oder? Oder muss ja noch ein bisschen Krams rein? Anzündmaterial. Treibstoff. Wo können wir es denn? Das können wir leider nirgends mit reinpacken. Okay, wir hatten ja noch Rinde, genau. Meine Güte. So, pack die Rinde hier rein. So, sehr schön. Denn... versuchen wir es jetzt mal erstmal zu starten, das Feuer. Und gucken mal, ob unser Holz hier trocknet oder nicht. Ah, sehr schön. Guckt mal, Leute. Jetzt ist unser Feuer hier noch an. Jetzt weiß ich nicht. Passt jetzt, jetzt kann ich das hier. Pack's mal rein. So, das kommt hier auch schön alles rein. Wunderbar. Und jetzt versuchen wir mal,
unsere Steaks zu räuchern. Die packen wir mal aus der Umgebung hier einfach rein. Und jetzt wird schön geräuchert. Etwa 100 Grad. Ja, sehr schön. Das ist ja wunderbar. So, kann ich denn... Kann ich das hier mal irgendwie mit reinschmeißen? Ne, muss ich wahrscheinlich erst zu Stofffetzen verarbeiten. Oder geht das doch? Ne. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Das machen wir mal eben. Wir nehmen jetzt wieder unser Messer in die Hand. Und kombinieren das jetzt mit diesem Bandana. Achso, das ist ruiniert. Okay, ja, dann weg damit. Das packen wir uns hier hin. Nehmen das auch direkt in die Hand. Und stellen uns jetzt ein paar Stofffetzen her, damit unser Feuer noch etwas länger hält. Schmeißen wir es einfach da rein. So. Ein Stofffetzen haben wir bekommen. Na gut. Besser als nichts. Wir können es auch selbst rasieren jetzt, wenn wir wollen. Machen wir aber nicht. Wie lange brauchen die noch? Ist immer noch roh. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das dauert tatsächlich. Ja, schmeißen wir mal rein. Okay. Na gut, dann müssen wir halt warten, ne? Aber es ist gar nicht schlimm. Wir können ja mal die ganzen Sachen hier erstmal in die Umgebung schmeißen. So. Das wird heute die große Kochfolge, Leute. Wenn wir hier auch ein bisschen Platz wieder haben, kann ich mir auch mal das Inventar aus uns aufräumen. Das ist ja auch echt... Ah, das, sowas macht mir ganz verrückt. Wenn das so wild aussieht hier, ne? So. Geht euch das auch so? Macht euch das auch so verrückt wie mich? Eine Inventaraufräumfolge. Getrocknet, getrocknet. So, und damit dürften die ja gut sein, ne? Kann ich die jetzt einfach so rausnehmen? Kann er. Sehr schön. Okay, dann packen wir uns gleich die nächsten rein. Dann haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Fleisch. Beziehungsweise Nahrung. Jetzt, wenn wir jetzt noch irgendwie Getränke finden, wäre es natürlich der absolute Knaller. Aber da gucken wir gleich nach. Erstmal räumen wir hier weiter auf. Wie gesagt, dann räuchern uns das... Oh, ich bin auch ein bisschen... Mir wird ein bisschen warm, ne? Naja. Wer kennt das nicht? Wir hauen uns nochmal ein paar Tabletten rein. Ich bin froh, dass uns die Krankheit gerade nicht so fertig macht. Ja, wieder zu nah dran, okay. So, hier oben haben wir ja jede Menge Platz jetzt, das ist schon mal ganz gut. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wir haben Verbände, aber wir haben nichts zu trinken, ne? Wir haben die Flasche, die ist voll, das ist ganz gut. Aber noch ein, zwei Dosen wäre natürlich der Knaller. Huch. Also wenn wir mal erschossen werden, ne? Die Leute, die freuen sich dann auch. Oder wenn wir mal irgendwie halt getötet werden. So viel Futter. Jetzt gucken wir nochmal. Wie weit ist das? Ist immer noch hoch. Braucht noch ein bisschen. Ist nicht schlimm. Hält unser Feuer denn noch? Das sieht erstmal, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir können es uns aber auch mal eben schnell nochmal das andere Brennholz holen. Da war ja noch mehr. Das holen wir uns nochmal fix. Und schmeißen das nochmal zusätzlich mit rein. Wo lag das denn? Das lag doch hier irgendwo, oder? Da haben wir es doch. Perfekt. Das schmeißen wir nochmal fix mit rein. Und dann schauen wir uns hier demnächst mal im Dorf um, ob wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Zeug finden, was wir gebrauchen könnten. So. Da mit rein, bitte. Sehr gut. So. Huch. Das ist alles immer noch roh. Okay. Und nach der Ladung haben wir noch eine. Ach, guck mal, Leute, jetzt ist es soweit. Fertig. Sehr, sehr schön. Das nehmen wir uns direkt raus. Und tauschen das direkt durch, denn einmal. Und was ich auch vor kurzem erst erfahren habe, ist, wenn man so warme Nahrung bei sich trägt, dass man dadurch auch automatisch gewärmt wird, so. Also, dass die Körpertemperatur dann irgendwie nicht sinkt.
schon krass, was für viele kleine Mechaniken in dem Spiel hier so eingebaut sind. So. Okay, hier haben wir packen mal alles an Nahrung hier unten rein. Damit wir das noch ein bisschen aufgeräumt haben. Ja, das ist die große Kochfolge, Leute. Oh, ich höre schon ein paar Zombies. Aber ist gleich vorbei. Wenn die nächsten fertig sind, werden wir uns... Oh, ich habe die Tür gar nicht zugemacht. Ah, ist auch nicht schlau. Aber wir können eigentlich auch jetzt schon mal gucken gehen. Auf jeden Fall höre ich hier schon wieder ein paar. Okay, um dich kümmern wir uns direkt. Hast du was bei dir? Leider nicht. Okay, dann nehmen wir den. So, stirb. Sehr gut. Ich hoffe ja jetzt, wie gesagt, dass sie eventuell mal eine Dose oder sowas bei sich haben. Direkt umgeboxt. Sehr gut. Okay, schauen wir hier mal rein. Ah, also wie gesagt, Arbeitshandschuhe. Cool. Ein paar Handschuhe. Sehr, sehr gut. Lag hier noch was? Nee. Und es regnet immer noch. Okay, dann gehen wir jetzt hier vorne mal weiter rein. Wo denn? Ich höre dich doch. Na, dann komm mal her. Ja, ja, ist okay. So. Ist schön verdroschen. Der nächste bitte. Ja, komm her. So. Auch ordentlich auf die Glocke hier. So, was hat der denn bei sich? Ein Nähset, ein makelloses Nähset. Ja, oh shit, ich sehe gerade, wir bluten. Ha! Ich fummel hier rum. Nee. Na, sag mal. Was macht ihr denn da? Schnell verbinden, ne? Bevor wir zu viel Blut verlieren. Aber das passt alles. Alles gut, alles gut. So, die haben aber... Hier hat ja keiner was bei sich irgendwie, ne? Nee, außer das nächste. Aber ich weiß gar nicht, was mit dem nächsten Set soll, ehrlich gesagt. Also ich kann damit, glaube ich, meine Kleidung reparieren, wenn ich das wollen würde, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's gut aus, ne? So, das können wir uns mitnehmen jetzt. Sehr schön. Oh, wir müssen auch gleich mal eben hier einmal weggehen. Wäre dem zu warm, ne? Ja, ist auch warm. Ich verstehe das. Aber es nützt nichts, das müssen wir mal eben mitnehmen. So. Zack. Rausnehmen und tschüss. Wunderbar. Okay, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen Tabletten. Ich könnte mir die eigentlich ja auch mal... Achso, da ist eh nur noch eine drin. Einmal rein. Okay, Leute, aber das sieht wirklich gut aus, ne? Was Nahrung angeht, wunderbar. Jetzt haben wir nur das Problem mit dem Getränk. Und jetzt schauen wir uns hier einmal um im Dorf. Ob wir eventuell hier irgendwo noch... Oh, fuck, ich höre schon wieder die Wölfe. Nicht gut. Nicht schon wieder. Zumachen. Leder-Nähset. Okay, nee, wollen wir nicht haben. Wie gesagt, wir wollen ja... was zu trinken haben. Na, das gefällt mir gar nicht, dass jetzt schon wieder Wölfe hier auftauchen. Überhaupt nicht gefällt mir das. Der Regenmantel. Ach, war das das Haus? Nee. Ich wollte sagen, das ist doch nicht das Haus, wo wir den Regenmantel abgelegt haben. Ah, jetzt müssen wir natürlich wieder richtig aufpassen, ne? Wenn hier wieder Wölfe umherstreunern. Nehmen wir jetzt... die BK-18, Mann, die haben das nützt nichts. Ich glaube, letztes Mal habe ich echt arsch viel Glück gehabt, einfach. Dass die... Ja, von hier war ich schon drin, ne? Ja. Dass ich hier beim Haus stand halt, ne? Und nicht hier draußen rumlief. Jetzt hier einmal fix rüber. Einmal... Obwohl... Ach, die kommen schon nicht rein, ne? So gewieft sind die doch nicht, dass sie hier reinlaufen. Hier waren wir auch schon drin, okay. Aber ich... Ich war der Meinung, dass es hier noch einen Dorfbrunnen oder sowas gibt. Ah, genau. Ich glaube, wenn wir der Straße hier weiter folgen, dann gehen wir
genau in Richtung Westen. Wie gesagt, das könnten wir machen. Naja, alles gut. Okay. Aber ist halt nicht ungefährlich, ne? Na, kann das jetzt mal wieder aufklären, bitte? Was ist denn das da hinten? Da gehen wir noch hin. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Schauen mal, ob wir da vielleicht was, irgendwas finden. Irgendwas bekommen. Ach, das ist ein weiteres Dorf. Okay. Ja, gut. Das können wir, da können wir auch nochmal hin. Oder prüfen wir einfach mal, ob wir hier vielleicht nochmal was bekommen. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was hier was ist, ne? Aber ich glaube, wir müssen da wirklich in die andere Richtung wieder, da wo ich eben lang gelaufen bin, in das andere Dorf. Aber hier können wir natürlich auch einmal schauen. Hier war ich nämlich auch noch nie. Da kann ich nicht hoch? Okay. Achso, vielleicht sollte ich jetzt auch erstmal wieder eine andere Waffe nehmen, ne? Schießen wollen wir ja nach Möglichkeit vermeiden. Okay, wir müssen uns an den Turm orientieren. So, jetzt aber bitte noch ein paar Dosen. Ne, Angelhut. Ja. Ein bisschen Sprite-Limonade oder sowas wäre cool, ne? Achso, hier geht's direkt wieder raus. Und es hat aufgehört zu regnen. Wunderbar. Hier diese kleinen Läden, die lohnen sich doch auch immer. Mal schauen. Jeans, Hot Pants. Und da haben wir Dosensardinen. Geil. Streichhölzer nehmen wir natürlich auch mit. Cool, 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 cool. Können wir hier, glaube ich, noch einmal hochgehen? Mal schauen. Da liegt irgendwie Munition, glaube ich, ne? Slugs, ja, okay. Für die Schrotflinte. Die nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir halt keine haben. Da ist ein Brunnen, das ist gut. Eine zweite Wasserflasche wäre auch so geil. So, trinken wir es mal. So, mehr aber nicht. Ich habe Angst, dass wir uns übergeben. Und dann haben wir den Salat, ne? Wir können gleich mal so ein Steak essen. Schönes, feines Wolfsteak, Leute. Was liegen denn überall immer diese Leuchtstäbe rum? Leuchtstäbe und Jogginghose. Na gut. Damit bringst du es auch nicht weit. Auch, also ich habe jetzt irgendwie schon 50 oder 60 Stunden hier gespielt und habe tatsächlich noch nie einen anderen Spieler getötet. Was leider demoliert, ne? Schade. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt vorhab, aber es wundert mich doch. Ich hätte gedacht, dass man... Oh, schon wieder Wölfe und Zombies. Na gut. Wir gehen hier mal erstmal rein. Leichte Wanderschuhe. Die Ausrüstung hier ist aber nicht so geil, was hier so rumliegt, ne? Ich habe das Gefühl, da möchte jemand zu uns kommen. Ui, da ist sie auch schon. Ich hau zurück, du. Oh, da kommt schon der nächste. Oh ja. Dann kriegst du es halt von hinten besorgt. Hoppala, Leute, nicht falsch verstehen, bitte. So, die hat... Ah, guck mal, sehr schön. Eine Nota-Cola und nochmal Futter. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, wir werden uns jetzt endlich mal... Okay, es füllt anscheinend auch ein bisschen den Durst. Oder löscht den Durst, füllt den Durst. Ja, was ist das denn? Haben wir keine Tabletten mehr? Wir hatten doch so viele davon. Jetzt muss ich mir eben einmal schauen. Ich muss erstmal so einen Überblick kriegen, ne? Bei diesen ganzen Kleinkrams, was man hier so mitnimmt. Aber ich glaube fast nicht, ne? Haben wir alles aufgegessen? Was ist das denn hier? Ich werde jetzt mal einfach eine davon essen. Und hoffen, dass uns das irgendwie weiterhilft. Aber ich höre doch hier die ganze Zeit dieses Rumgestöhne, sag mal.
Und es schüttet wieder wie aus Eimern, ne? Shit. Ich dachte, es wäre nur einer. Okay, okay, okay. Das schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Alles gut. Okay, der nächste bitte. Jetzt wird's. Jetzt wird's kritisch. Stirb endlich. Du auch. Komm schon, stirb! Bah, der Zombie-Killer. Leute, Leute. Na, da haben wir jetzt aber Schwein gehabt. Irgendeiner was bei sich. Na, so eine Batterie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Keine Limonade vielleicht. Ne, okay. Schade. Egal, dann suchen wir mal ein bisschen weiter hier. Nope, auch nicht. Ach, die Sache bei solchen Sachen ist ja immer, wie lange willst du suchen, ne? Um, bis du weitergehst, weil dann suchst du hier halt eine halbe Stunde alles ab und in der Zeit, naja, verbrauchst du dann auch schon fast wieder die Materialien, die du schon aufgesammelt hast halt, ne? Das ist immer so, da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, wie ich die Sache angehe. Aber bevor wir hier abzischen, werden wir uns auf jeden Fall noch einmal schön am Brunnen vergehen und da auch nochmal ordentlich trinken. Okay, okay. So, dann gehen wir jetzt hier noch einmal rüber. Denn können wir, glaube ich, abzischen, ne? Ja, wie gesagt, so eine zweite Plastikflasche, sowas wäre der absolute Hammer. Aber gut. Wir haben zumindest ein Getränk gefunden. Was machst du denn hier drin? Leute, hab ich... Du olle Hibbe, hast du mich erschrocken, ey? Schleicht sich einfach drin rum. Lässt sich gut gehen hier. Ja, Problem ist, wir sind natürlich auch wieder nass jetzt, ne? Das Wetter macht einen hier halt auch zu schaffen. Da habe ich was drin gesehen. Was haben wir hier? Eine Autobatterie. Na toll. Nee. Also Fahrzeuge habe ich hier tatsächlich auch noch nie benutzt. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der hier im Fahrzeug fährt. Kapuzenpulli. Eine Bomberjacke. Und da ist drin, was ist das denn? Eine Notfackel. Hm, ich glaube, die brauchen wir nicht, oder? Nee. Schade. Uiuiuiui, okay. Waren wir hier schon drin? Ich weiß gerade gar nicht genau. Nichts. Einfach gar nichts. Schade. Okay. Ansonsten wäre natürlich auch... Ups. Wäre natürlich auch noch geil. Wie viel haben wir hier? Zwei. Die könnten wir wegmachen. Da hinten ist noch einer. Den machen wir dir zuerst weg. Ui. Hast du was für mich? Nein, leider nicht. Okay. Wie gesagt, Obst wäre natürlich auch cool, weil das ja auch die Flüssigkeit wieder auffüllt. Oder so ein Tomatenbeet, ne? Ich sag's immer wieder, die Tomaten. Die haben es mir angetan. Was ist mit dir? Ist kein Hunger? Das ist richtig ungewöhnlich. Du auch nicht. Oder ist das der Regen? Verwirrt der euch? Sag mal. Hey, Leute, da kriege ich eins zu viel, ne? Scheiß Vieh, ey. Wo war der andere jetzt? Ihr wollt sie aber die umboxen lassen, ne? Hier nochmal eben schauen. Du, ist nichts. Okay, was soll's. Wir gehen jetzt hier nochmal in den Schuppen und dann zischen wir ab. Achso, hier waren wir schon. Der Schraubenschlüssel. Der gute Schraubenschlüssel. Okay. Kein Gemüsebeet, gar nichts, leider. Dann gehen wir jetzt hier wieder hoch zum Brunnen auf jeden Fall. Ah, das Haus gehen wir doch noch mal einmal rein.
So, jetzt schauen wir mal hier. Oh, ich höre schon den Dorfgockel. Eine schmale Brille. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Leichte Wanderschuhe. Na, das ist alles nichts, ne? Damit können wir echt nichts anfangen. Beziehungsweise können wir unsere Schuhe angucken. Und die müssen eigentlich gut sein, ne? Dschungelstiefel. Die guten. Okay, da ist der Brunnen. So, dich machen wir noch weg hier. Hau ab. Ah, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Lebensenergie eingebüßt. Aber ich glaube, das geht noch, ne? Okay. Dann gönn dir mal was zu trinken. Und jetzt gehen wir noch einmal eben einmal unter. Hauen uns nochmal Tabletten rein. Wo haben wir sie denn? Die sollen die mir vielleicht auch mal unten hinpacken, ne? Wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Kürbissamen, die können weg. So, wo hatten wir sie denn? Die Aktivkohletabletten. Ey, bei diesen ganzen kleinen Gegenständen, ne? Ich muss ja echt immer suchen. Streichhölzer. Ich habe auch so viel Munition schon eingesammelt, das ist ja unglaublich. Die Nagelkiste, komm, schmeiß sie mal weg. Was haben wir hier? Wo sind die Kackdinger denn jetzt? Hier, sind sie doch. Leute, ganz einfach. Und die packen wir jetzt mal hier auf die... Packen wir gleich. So. Genau, erstmal ein, erstmal zwei. So, und das kannst du jetzt auch nochmal reinhauen. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, und los. Genau, wir haben ja gesagt, wir wollen uns an den Turm hier orientieren. Und gehen jetzt wieder zurück einfach. Wir gehen jetzt einfach wieder ganz zurück. Und dann gehen wir Richtung Westen. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt, Leute. Ich bin nur sehr froh, dass wir jetzt so viel Nahrung haben. Das freut mich wirklich sehr. So. So genau, wir müssen, glaube ich, da hinten querfeldein durch den Wald, ne? Und da, wie gesagt, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das gut geht oder nicht. Wir können natürlich auch die sichere Variante nehmen und einfach immer den Straßen folgen, ne? In Anführungsstrichen sicher. Wollen wir natürlich auch... Oh, was sind hier schon wieder so viele Zombies? War ich hier überhaupt schon, ne? Da kann ich gar nicht rein. Okay. Brennt unser Feuer noch? Ne, das ist mittlerweile aus, ne? Okay. Ist nicht schlimm. Genau, so. Wir müssen... Irgendwo geht, ist die Straße hier... Jo, okay, okay. Ist okay. Kommt mal mit hier rein. Na toll. Das hat ja viel gebracht. Oh Gott, alter Schwede, ist das. Ab, du Dreckiger. Und schnell verbinden. Shit. Shit, 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 shit. So, mal eben Tür zu machen. Und schnell verbinden. Junge, Junge. Ah, wir haben auch schon gut eingesteckt in dieser Folge, ne? Okay, so. Vielleicht haben die ja noch irgendwas bei sich. Der nicht, natürlich nicht. Mit euch, ihr auch nicht. Keiner, ne? Keiner hat was bei sich. Doch, er hier. Er hat die Kopflampe bei sich. Na toll. So. Nanu. Das wäre bei einer schiefgegangen, ne? Dosenpfirsiche, geil. Richtig, richtig gut. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal. Genau, in diese Richtung. Das sind ja noch mehr. Warum, wo kommen die denn auf einmal alle her? Leute, um die kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, wer sich das letzte Video angeguckt hat. Vielen, vielen Dank dafür und auch für die Bewertung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.